So, Freunde, und moin zusammen. Jo, willkommen zum neuen Video. Und heute geht es um das Thema Kennzeichen, aber nicht um das Kennzeichen, das auf meinem Fahrzeug drauf ist, sondern um das Kennzeichen, was ihr auch aus einigen Videos kennt, nämlich auf dem Wagen meiner Eltern drauf ist, sprich dem VW Tiguan. Und da steht nämlich SUHH28. Und darüber reden wir jetzt. Los geht's. Ja, Freunde, legen wir also los. Ich habe auch auf meiner Webseite, verlinke ich an dieser Stelle, eine kleine Info darüber gemacht, über verbotene Kennzeichen in Deutschland, verbotene Kombinationen, die man nicht verwenden soll und warum, was diese Abkürzungen angeblich dann bedeuten und heißen sollen, darüber sprechen wir jetzt. Und einige von euch hatten auch schon mal so Kommentare abgegeben zu diesem Kennzeichen im Speziellen, nämlich zu dem HH, was von der Erklärung her angeblich wohl für Heil Hitler stehen soll. Deswegen wäre das wohl verboten. Gehen wir gleich nochmal genau darauf ein. Und auch jetzt relativ neu auf die 28, was für den zweiten Buchstaben und den achten Buchstaben im Alphabet steht. Und das bedeutet B und H. Und das soll wohl stehen für Blood and Honor, also Blut und Ehre. Und da legen wir jetzt mal los. Wir beginnen erstmal mit dem ersten Part, haha. Also, ich habe das jetzt mal untergliedert in die einzelnen 16 Bundesländer in Deutschland. Und generell in Deutschland kann man wirklich sagen, die Kennzeichen KZ für Konzentrationslager, HJ, Hitlerjugend, NS, Nationalsozialismus, SA, da muss ich mal nachgucken, Sturmabteilung und SS, ne, Schutzstaffel, glaube ich, hieß es, der NSDAP, genau, SS, sind generell in jedem Bundesland verboten und dürfen nicht vergeben werden. Es gibt immer mal wieder so ein paar Ausreißer, wo das fälschlicherweise gesiegelt ist. Da kenne ich auch Bilder aus dem Internet, ist aber offiziell nicht erlaubt und kann eigentlich auch von der Behörde wieder zurückverlangt werden, dass das entsiegelt wird und man sich ein neues Kennzeichen holt. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht, wenn man sich auf diese Kennzeichenabkürzungen bezieht. Weil das ist gerade so bei KZ und sowas, das finde ich nicht in Ordnung. Andererseits, wo ich gerade das KZ-Beispiel nenne, finde ich es komisch. Ich wohne ja hier in der Nähe von Köln. Und Köln hat man dann K als Kennzeichen und kann jetzt hier an der Stelle aber zum Beispiel kein Z nehmen, ohne einen weiteren Buchstaben und Zahlen. Aber man kann hier nehmen den K, ZA, ZB, ZE oder ähnliches. Gibt es wirklich ganz viele Kennzeichen und Fahrzeuge, die so unterwegs sind. Und da frage ich mich wirklich, nur wegen dem Trennungsstrich, den es ja schon seit den EU-Kennzeichen seit einigen Jahren nicht mehr gibt, soll das jetzt besser sein, dass man hier nicht oder hier KZ komplett stehen hat, direkt in einem, sondern kann hier K, ZE oder Z irgendeinen anderen Buchstaben nehmen. Finde ich ein bisschen fraglich, da sehe ich nicht die Konstanz einfach drin. Dann gibt es aber unterschiedlich, weil das Ganze wird nicht nur vom Bund, also Bundesrepublik Deutschland, gesetzlich geregelt, sondern von den Ländern, auf Länderebene. Und das heißt, wir haben in eigentlich allen 16 Bundesländern andere Regelungen. So ist nämlich hier, das, was ich gerade angesprochen hatte, die 28, was viele von euch oder manche von euch auch schon mal in dem einen oder anderen Video erwähnt haben. Oh, was hast du da für ein Kennzeichen? Haha, Heil Hitler und auch noch Blood and Honor dahinter, also quasi die richtig geisteskranke Version. Nein, also erstmal grundlegend. Haha ist, soweit ich weiß, muss ich nochmal nachgucken, in keinem einzigen Bundesland wirklich verboten, an dieser Stelle zu nehmen. Es kann verboten sein, in einer Kombination mit einem nationalsozialistischen Gedankengut, so ist es richtig formuliert, der Zahl. Das heißt, die HH28 wäre beispielsweise in Brandenburg, meine ich, war das. Genau, in Brandenburg, ne, wäre HH in Verbindung mit 18 verboten. Ich habe da einiges gelesen und gesucht. Doch, genau. Also die 28 ist auch verboten in Brandenburg anscheinend. Doch, genau. Das, was ich jetzt recherchiert habe und gefunden habe, ist die 28 auch in Brandenburg verboten. Egal, was hier vorne steht. Also, ne, wisst ihr, ich habe jetzt wirklich so eine Liste komplett fertig gemacht. Und man muss dann wirklich gucken. Und einige von euch haben bestimmt auch diesen Bericht vom NDR, glaube ich, war das, Anfang 2017 gesehen. Und nachdem kamen erst diese ganzen Infos. Und ich glaube, das war in, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war in Zwickau, da musste ein Mann wegen der 28 sein Kennzeichen zurückfordern. Und die Dame auf dem Amt wusste noch nicht mal ganz genau, wofür die 28 steht und musste da erstmal im Computer recherchieren und ein bisschen Informationen reinholen. Also, wie gesagt, am Anfang habe ich das gesagt, KZ, HJ, NS, SA und SS, das sind wirklich so Begrifflichkeiten, die kennen wir alle aus der Schule, aus der Vergangenheit einfach und wissen Bescheid, dass das scheiße war. Punkt, ganz einfach. Damit muss man nicht hausieren gehen und rumfahren, das kann ich verstehen. Aber warum jetzt für jede Möglichkeit hier irgendwie Ideen gefunden werden,
weiß ich nicht so genau, ob das so der Sinn ist, dass man da alles verbieten sollte, weil dann suchen sich diese Kandidaten irgendwann einfach andere Kennzeichnungen für ihre geheimen Abkürzungszeichen und so weiter und nachher haben wir gar keine Kennzeichen mehr und die sind alle komplett verboten. Ja, im Endeffekt, vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, haben wir gar kein Kennzeichen mehr dran, aber das wird leider nie passieren. Genau, aber zurückzukommen auf HH28, das ist im Rhein-Sieg-Kreis erlaubt. Wenn das nicht der Fall wäre, meine Eltern sind ja registriert auf dieses Kennzeichen, die würden uns einfach Post schicken. Geil. Den filme ich euch doch nochmal schnell. Da hinten Pferder. Der klang gut. Schöner M3 E92. So, kleiner Ausschweifer für ein schönes Fahrzeug. Meine Eltern sind natürlich auf dieses Kennzeichen registriert mit diesem Fahrzeug und dementsprechend wäre es kein Problem, den Brief zu schicken. Achtung, kommen Sie vorbei, Sie kriegen ein neues Kennzeichen, diese Kombination ist unzulässig. Das ist nicht der Fall im Rhein-Sieg-Kreis, wie gesagt. Das ist im Rhein-Sieg-Kreis erlaubt, die 28 ist hier kein Problem. Zum Beispiel in Bayern verbotene Kombination ist HH28 verboten. In Brandenburg genauso, das hatten wir gerade. In Rheinland-Pfalz ist die Kombination von HH und 18 und 88 verboten. 18 steht für AH, also die Ziffern A und H, sprich Adolf Hitler. Kommt nochmal den Wagen. Der Wagen, den können wir nochmal kurz mit reinnehmen. Dann seht ihr den auch nochmal richtig. Sehr schön, sehr schön. Auch mal schön gewunken. Da hört er. So. Ja, also dementsprechend haben wir auf jeden Fall die verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten und auch Verbote. 18, wie gesagt, erster Buchstabe des Alphabets und 8er, Adolf Hitler, muss auch nicht unbedingt sein, kann ich irgendwo nachvollziehen. 88 steht wiederum für H und H, die zweimal 8 Buchstaben im Alphabet, Heil Hitler, muss auch nicht sein. Über das HH, denke ich, kann man wirklich auf jeden Fall streiten, weil was soll denn die Hansestadt Bremen machen? Soll die jetzt ihr Kennzeichen komplett ändern für alle Bewohner in komplett Hansestadt Hamburg? Also in Hamburg hat man halt einfach direkt als Erkennungsmerkmal der Stadt HH. Und da geht ja auch kein Mensch hin und sagt, ja, das passt nicht, das machen wir jetzt anders. Ne? Also das finde ich dann halt relativ kritisch. Was haben wir sonst noch für Sachen, die hier verboten sind? Da ist wirklich eine längere Liste. Schaut es euch gerne auf jeden Fall auf der Webseite von mir mal an und schreibt mir in die Kommentare, was ihr für krasse Dinger gesehen habt. Was ich nachvollziehen kann, ist zum Beispiel Sachsen-Anhalt, habe ich jetzt gelesen, im Kreis Saale. Die haben die Abkürzung SK, bekommt man nicht die Abkürzung IN, sonst würde hier Skin stehen. Kann ich auch irgendwo verstehen, wenn er so Skinhead irgendwie sowas drin hat. Muss nicht sein, ist nachvollziehbar. Man hat natürlich wirklich bei dieser Konstellation von hier 2 Buchstaben, eventuell sogar 3 oder nur einen, je nach Stadt, je nach Kreis, und hier 1 oder 2 Buchstaben, verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu bauen, in Anführungsstrichen. Da gibt es zum Beispiel im Kreis Dithmarschen, Klammern Heide, Kennzeichen HEI. Ja, und dann gehen wir wohl einige hin oder wollten einige hingehen und sich ein L holen, sprich Heil. Das ist wirklich schon nicht mehr grenzwertig, das ist über die Grenze hinaus, dass sowas nicht sein muss. Definitiv, da bin ich auf jeden Fall dabei. Die Frage ist halt immer, wo setzen wir diese Grenze, also die Gesellschaft? Dann hatte ich aber auch noch was anderes gefunden, da musste ich wirklich, es steht auf der anderen Seite in der Abkürzung, genau, 14. 14 ist teilweise auch verboten, das wusste ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das steht für 14 words, also 14 Worte. Ich lese jetzt den englischen Satz erstmal vor. We must secure the existence of our people and a future with white children. Auf Deutsch, wir müssen die Existenz unseres Volkes und die Zukunft für die weißen Kinder sichern. Also wenn man so einen Scheiß schon sieht, liest, kann man nur einen Anfall kriegen. Das ist wohl von so einem amerikanischen Neonazi, Nazi, keine Ahnung, ich bin in der Materie nicht drin, David Eden Lane. Dementsprechend ist auch die 14 jetzt in teilweise Bundesländern verboten, in Brandenburg zum Beispiel. Also Brandenburg hat da wirklich eine der längsten Listen. Genau, Brandenburg ist die 14, sorry, als einziges Bundesland auch mit verboten, in Kombination dann mit HHJN auch noch. Frag mich nicht, wofür JN steht. AH auch in der Kombination mit 18. Also da ist schon eine echt lange Liste. Da ist auch die 188, die 1888 verboten, die 8888 und die 8818. Bestimmt wegen Heil Hitler und Adolf Hitler. Also Brandenburg geht's wohl echt rund. Schreibt mal rein, wenn ihr aus Brandenburg seid. Auch noch interessant finde ich es in Bayern.
In Bayern haben wir die schöne Stadt Nürnberg. Schöne Grüße an die Bewohner aus Nürnberg. Ich weiß, ein paar Abonnenten kommen daher. In Nürnberg ist es so, hat man die Abkürzung N für Nürnberg. Und verboten ist dort PD, NPD. Das ist eine Partei in Deutschland, die nicht erlaubt ist. Und soweit ich da informiert bin. Und dementsprechend kann ich das nachvollziehen, dass man sowas nicht aufs Kennzeichen erlaubt. Genauso ist dort auch, jetzt seit kurzem verboten, durch die Beate Zschäpe, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, von dem NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, N-SU. Dieses Kennzeichen haben aber auch viele, das haben aber auch einige Firmen, die irgendwas ihre Abkürzung so haben. Und die wurden jetzt angeschrieben und müssen ihr Kennzeichen zurückgeben und bekommen irgendein anderes. Das, was ich daran, an diesem Thema immer so kritisch finde, diese Kosten, die man dann hat, muss man selber tragen. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Die könnte man wirklich der Allgemeinheit, sprich uns allen obliegen, auferlegen, sodass nicht der Einzelne darunter leidet. Weil wenn ich vor 10 Jahren irgendwie jetzt, meine Eltern haben dieses Kennzeichen, das steht halt für die Initialen meiner Mutter und die 28 war einfach frei. Die haben wir so damals bekommen. Meine Mutter war die Zahl egal oder es könnte sogar das Hochzeitsdatum sein, ist ja auch scheißegal. Es war nicht verboten und ist nicht verboten. Aber wenn jetzt meine Mutter, nachdem sie das Kennzeichen bestimmt schon 10 Jahre im Besitz hat, Post bekommt vom Amt und es wird gesagt, du musst jetzt ein neues Kennzeichen bekommen, das ist jetzt verboten, muss sie selber die Kosten für die Prägung, für das Siegeln und natürlich für die Spritkosten hin und zurück selber bezahlen. Und das, finde ich, ist nicht ganz in Ordnung. Also jetzt dementsprechend mal zusammengefasst, es gibt wirklich in jedem Bundesland andere Regelungen für die verbotenen Kennzeichen, Abkürzungen, Kombinationen und so weiter, haben wir gemerkt, das ist wirklich sehr lang. Schaut euch diese Liste auf jeden Fall mal an und da habe ich auch die ganzen Ziffern und auch die Zahlenkombinationen runtergeschrieben, was die bedeuten sollen, weiß nicht, ob das wirklich immer so genau so stimmt und schaut euch das gerne mal an und schreibt ihr auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wie ihr dazu steht, was habt ihr da einfach für eine Meinung zu? Und vielleicht habt ihr auch schon mal ganz krasse, wirklich unter aller Gürtellinie Kennzeichen gesehen. Aber es gibt natürlich auch sehr lustige Kennzeichen. Das möchte ich an dieser Stelle natürlich auch noch sagen. So zum Beispiel ein Kumpel von mir, der Chris, schöne Grüße hier an der Stelle, der hat auf seiner Winterauto, jetzt habe ich fast ein böses Wort gesagt, dann wäre es hier direkt mal gesperrt worden, das Video. Auf seinem Winterauto hat er SUCK für seine Initialen. Und dann dahinter, glaube ich, irgendwas mit 2 beginnt. Und das kann man natürlich auch ganz nett lesen. Sucks. Irgendwie sowas in der Richtung. Also es gibt auch wirklich coole Kennzeichen, lustige Kennzeichen. SE hat sehr häufig die Mädels dann XY sexy und so. Ich weiß nicht, ob das so stimmt bei den Weibern. Je nach Frau ist das richtig, je nach Frau ist das falsch. Also da gibt es schon die lustigsten Sachen. ES, EL habe ich schon gesehen, also Esel und so. Ne? Also ich bin ein totaler Kennzeichen-Fetischist, ich mag Kennzeichen sehr gerne, ich lache gerne über Kennzeichen, ich mache gerne Witze über Kennzeichen, ich habe Kennzeichen einfach sehr gerne, ich wäre froh darum, wenn wir vorne keines haben müssten in Deutschland, weil ich das nicht unbedingt als sinnvoll erachte, aber das ist einfach leider so, aber in meinem Moped habe ich jetzt zum Beispiel auch vorne keins und das geht in Ordnung. Tja, alles ein bisschen fraglich. Dementsprechend schreibt es in die Kommentare, Daumen hoch, das hier nur zur Aufklärung. Dieses Kennzeichen ist im Nordrhein-Westfalen, im Rhein-Sieg-Kreis absolut legal. Braucht ihr nicht darauf hinweisen. Nein, wir sind hier keine Bekloppten mit irgendwelchen komischen nationalsozialistischen Gedankengut in diesem Hause. Das ist alles in Ordnung. Dementsprechend Daumen hoch und tschüss.